Hallo, liebe Freunde, hallo Patrioten, hallo liebe Zuschauer am Livestream, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bedanke mich dafür, dass ich hier heute zu euch sprechen darf und sehe das als Unterstützung meines Wahlkampfs an. Ich habe immer zu Pegida gestanden, Pegida im Bundestag auch im Herzen getragen und gehe davon aus, dass ihr jetzt, wo es drauf ankommt, auch zu mir steht. Denn ich will hier in Dresden das Direktmandat erringen und bin dankbar für eure Hilfe, das zu erreichen. 2017 habe ich daneben gelegen, da habe ich geglaubt, wir würden 18% schaffen in Sachsen. Geschafft haben wir 27,1%, etwas mehr als die CDU. 2019 bei der Landtagswahl haben wir 27,5 geschafft. Ich will hier 30 plus schaffen bei der Bundestagswahl am 26. In 2 Wochen ist die Bundestagswahl gelaufen und wir werden dann sehen, was auf uns zukommt. Welche konkreten Optionen sich ergeben. Laschet, Baerbock, Scholz. Aber mal im Ernst, ist das überhaupt von Bedeutung? Deutschland, Koalition, Rot, Rot, Grün, Jamaika, Kenia und so weiter. Spielt es überhaupt eine Rolle, in welcher Konstellation die Regierung gebildet wird? Spielt das eine Rolle? Jede von denen gebildete Regierung wird dieses Land gegen die Wand fahren. Die Frage ist nur, in welcher Geschwindigkeit. Und da, das ist natürlich richtig, liegen Rot, Rot, Grün wohl weit vorne, weit vorne. Mit denen in der Regierung geht unser Land am schnellsten K.O. Sind Sozial- und Rechtsstaat, also das, was davon noch übrig ist, am schnellsten am Ende. Noch mehr Steuern, noch mehr Verbote und weniger Freiheit. Stichwort Corona-Regime. Noch mehr Migration, noch mehr ideologisch motivierter Gesellschaftsumbau. Ja, Stichwort Klimaschutz. Noch mehr Verblödung durch weniger qualitativ wertvolle Bildung. Noch mehr Dekadenz und Frühsexualisierung der Kinder. Und vor allem noch mehr soziale Kälte dem eigenen Volk gegenüber. Absenkung des Rentenniveaus durch Erhöhung des Renteneintrittsalters, ständig steigende Energiepreise, Strom und Kraftstoff werden zur Luxusware. Nochmal, es ist egal, ob Scholz oder Laschet einer Regierung vorstehen. Bei beiden denkbaren Konstellationen kommt am Ende das Gleiche heraus, bei dem einen etwas früher, bei dem anderen etwas später. Peinlich ist, wie über die Medien den Leuten vorgemacht wird, Deutschland habe nichts Besseres verdient. Zum Beispiel gestern über das sogenannte Triell im Fernsehen und wie das heute ausgewertet wurde. Als wenn es nur um Baerbock, Laschet oder Scholz ginge, als wenn es in Deutschland nichts Besseres gäbe. Doch, es gibt eine Alternative. Die Alternative für Deutschland. Wir wollen das Land wieder normal machen. Schluss mit dem Corona-Regime und vollständige Wiederherstellung unserer Freiheit. Kein Impfzwang, wie auch immer. Weg mit dem Gender-Gaga. Schluss mit einem unkontrollierten Zustrom nach Deutschland. Deutschland muss deutsch bleiben. Die Deutschen dürfen nicht noch mehr zu Menschen zweiter Klasse im eigenen Land werden. Für auskömmliche Renten für Deutsche, die ein Leben lang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Schluss mit dem Gesellschaftsumbau in eine ökosozialistische Richtung unter dem Vorwand eines vermeintlichen Klimaschutzes. Für bessere Bildung an den Schulen. Hier muss vor allem angefangen werden, ein gerechtes Geschichtsbild zu vermitteln. Ein Lehrbuch über die deutsche Geschichte ist kein Verbrecheralbum.
Das darf den Kindern nicht mehr eingeredet werden. Das muss aufhören. Wir brauchen eine Erziehung, die die Liebe und den Respekt vor dem eigenen in den Mittelpunkt stellt und nicht den Selbsthass als Ausbildungsziel anstrebt. Dieses Thema will ich aus aktuellem Anlass etwas vertiefen. Wir sehen ja da drüben, das sind ja auch welche, die falsch erzogen worden sind, sonst würden sie sich nicht so aufführen. Ihr habt sicherlich alle von Lina E. gehört. Lina. Da ist letzte Woche vor dem Staatsschutzsenat des OLG Dresden der Strafprozess eröffnet worden. Lina ist 26 Jahre alt. Sie hat Erziehungswissenschaften in Halle studiert und wollte ihr Master in Leipzig machen. Ja, nun ist sie verhaftet, nun ist sie in Untersuchungshaft und das ist gut so. Denn sie soll an zahlreichen Gewalttaten beteiligt gewesen sein und verfügt nach den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft über eine linksextremistische militante Ideologie, die den bestehenden demokratischen Rechtsstaat ablehnt und da vor allem das Gewaltmonopol des Staates. In der Bild-Zeitung vom Freitag heißt es, ein Opfer, das nur aufgrund einer Mütze für einen Rechtsradikalen gehalten wurde, schlug man laut Anklage bis zur Bewusstlosigkeit. Lina soll dabei zwei Zeugen mit Reizgas bedroht haben, um deren Eingreifen zu verhindern. Dabei soll sie gesagt haben, das ist ein Nazi, der hat es verdient. Wer Nazi ist und wer nicht, meinen Leute wie Lino und die da hinten nach Gustau selbst bestimmen zu können. Wenn einer als Nazi ausgemacht wird, dann ist alles erlaubt. Dann wähnt man sich auf der Seite des Guten und darf alles, auch die schlimmsten Gewalttaten begehen. Oder wie hier so eine Versammlung stören. Zur Abrundung des Ganzen. Auf Indimedia.org erschien im Internet gestern der Aufruf, sprengt die Schweinebande von der AfD in die Luft. Es wurde dort die Herstellung von Nitroglycerin zur Anfertigung von Bomben erläutert und ausgeführt, druckt euch die Anleitung aus, Schweine wie Höcke müssen bald sterben. Sowas ist in diesem Land möglich. Ich frage mich, wo ist da die Polizei, wo ist da der Rechtsstaat? Wie kommt sowas? Was bringt im Fall Lina ein junges Mädchen, eine Studentin dazu, so zu werden? Meine Meinung ist, die Saat der 68er-Generation ist aufgegangen. Lina, wie die Kindersoldaten da drüben, sind das Opfer permanenter Indoktrination und Hetze. Das fängt in der Schule an, geht weiter an der Uni und dann die Medien. Immer hören sie das Gleiche, bis es geglaubt wird. Das Corona-Regime hat die Wirkung von Propaganda ja auch deutlich vor Augen geführt. Da haben ja auch viele geglaubt, dass das richtig ist, was ihnen erzählt wird. Die so pausenlos Manipulierten merken aber nicht, dass sie nur missbraucht werden. Die bekämpfen nicht das vermeintlich Bösen, sondern sind eingewoben in das Interessengeflecht des Establishments. Ihre wirkliche Funktion besteht darin, die einzige Opposition in diesem Land im Interesse der Altpartei zu bekämpfen. Die Initiative Herz statt Hetze soll nach Angaben der Sächsischen Zeitung die heutige Gegendemonstration mitorganisiert haben. Eine Frau Kunert soll dazu geschrieben haben, Faschisten überlasse man keine Bühne, Antifaschismus sei Bürgerpflicht, auch in Wahlkampfzeiten. Wörtlich, wir gehen davon aus, dass sich viele Dresdner PünktchenInnen finden, die unserem Aufruf folgen, um lautstark ihren Unmut kundzutun. Nochmal, lautstark ihren Unmut kundzutun. Mit anderen Worten, über die Sächsische Zeitung, das ist ja irgendwie eine SPD-Zeitung, fordert Frau Kunert, so bewerte ich das,
ganz offen zum Stören dieser Veranstaltung auf. Das Ergebnis sehen wir gerade da hinten, die Schreihilse, die diese Versammlung hier stören. Eigentlich müsste diese Initiative nicht Herz statt Hetze, sondern Hetze statt Herz heißen. Das wäre der richtige Titel. Und wenn man dann im Internet recherchiert, wer alles angeblich Herz statt Hetze unterstützt, und man dann Scheibchen für Scheibchen entblättert, dann ergibt sich als kleinster gemeinsamer Nenner der Staat, der solche Institutionen ganz oder teilweise über Steuergelder finanziert. Ohne Geld von anderen können die gar nicht existieren. Die Zivilgesellschaft, von der immer die Rede ist, muss als Teil der Staatsräson bewertet werden. Über die Chimäre Zivilgesellschaft greift der Staat über die Vergabe von Geldern mittelbar selbst in die Grundrechte ein. Das wird hier besonders deutlich, weil ja auch Bürgermeister Hilbert als Demonstrant angekündigt wurde. Ja, wo ist er denn? Ja, vielleicht ist er noch beim Essen. Ja, was der isst, sieht man ja. Die, die hier herumkrakeln, sehen das nicht. Sie sehen nicht, für wen sie wirklich tätig werden. Wüssten sie es, wären sie vermutlich nicht mehr da. Würden es einfach sein lassen. Jetzt nochmal zu Lina. Wir werden diesen Prozess genau beobachten. Wir werden schauen, ob sich das Gericht als unabhängiges Gericht erweist, das noch nach Recht und Gesetz handelt. Wir werden sehen, ob das Oberlandesgericht Dresden als eine der letzten Bastionen des Rechtsstaats noch intakt ist oder ob der Staatsschutzsenat vor den linken Medien, vor dem linken Terror kapituliert. In der Bild-Zeitung heißt es ja schon, ja, ich kann es zeigen, Linke dürfen ihre rote Rächerin im Gericht feiern. Das halte ich schon für skandalös, dass man denen dort eine Bühne bietet. Aber, und das wäre für mich das Schreckensszenario, vielleicht marschiert nach der Urteilsverkündung eine gut gelaunte Nina mit ihrer Bande lachend aus dem Gerichtssaal, weil man ihr ein paar Sozialstunden aufgebrummt hat und sonst nichts. Vielleicht wird ihre linke Gesinnung als Strafmilderungsgrund angesehen. Würdigt man ihre Taten als Zivilcourage? So ein Blödsinn ist mittlerweile ja tatsächlich vorstellbar. Was glaubt das nicht? Und ich kann nur hoffen, dass die Richter, die dort handeln, nicht in denselben Kategorien denken wie diese Lieder. Das wäre für mich der Albtraum. Ich sage, wenn jemand für das Zünden eines Polenböllers vor einer Moschee 10 Jahre in den Knast wandert, dann muss das bei Lina und ihrer Terrorbande erst recht gelten. Keine Gnade für Terroristen jedweder Couleur, ob es sich um rechte, linke oder religiös motivierte Gewalt handelt. Alles muss da bekämpft werden. Und zwar mit der gleichen Entschlossenheit. Das ist der Rechtsstaat, für den wir uns einsetzen. Das ist der Rechtsstaat, den wir wollen. Und wir wollen hier Härte sehen in diesem Fall. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Nationalhymne der DDR. Ja, das war eine ungemein patriotisch gehaltene Hymne, die im Herbst 1949 von Becher und Eisler geschaffen wurde. Am Ende der 60er Jahre wurde der Text nicht mehr aufgeführt. Ab 1. Januar 1987 entfiel in dem Sender Stimme der DDR auch die Übertragung der textlosen Hymne. Die wurde gar nicht mehr gespielt, offiziell. Die eigene Hymne sollte aus dem Bewusstsein verschwinden. Kann man sich da eine größere Entfremdung vorstellen? In der Wendezeit, bei den Montagsdemonstrationen 1989, 1990 wurde aus der ersten Strophe der Nationalhymne Deutschland eigentlich Vaterland zitiert. Viele von den Älteren, die hier sind, werden vielleicht selber dabei gewesen sein. Deutschland eigentlich Vaterland.
Die Nationalhymne der DDR war mit ihrem patriotischen Pathos zu einer Art Protestlied der Montagsdemonstranten geworden, gegen die damals herrschende Funktionärskaste. In der letzten Zeile dieser ersten Strophe heißt es: Denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint, über Deutschland scheint. Das wollen wir erreichen, liebe Freunde, ein stolzes, soziales und vor allem ein freies Deutschland. Wir sind die Stimme des Ostens, wir sind die Stimme der Freiheit. Mit unserem Mut und unserem Geist werden wir Deutschland wieder normal machen. Wir geben niemals auf. Und ich bitte euch, geht zur Wahl. Beide Stimmen für die AfD. Vielen Dank.